Ja, moin Leute und willkommen bei einem weiteren Video hier bei uns auf YouTube. Diesmal mit einem Replay aus dem letzten Stream, aus dem letzten Supersonntag. Heute eine Partie der NGL Pro Club Liga und zwar eben aus unserem Stream des Supersonntags. Ich habe gedacht, hey, ein bisschen mehr Content und der eine oder andere hat den Stream vielleicht verpasst, möchte das Spiel nochmal in voller Länge sehen. Deshalb eben dieses Video. Wenn euch dieses Video gefällt, lasst einen Daumen hoch da und lasst gerne mal in den Kommentaren, ob ihr mehr davon sehen wollt. Wenn ja, kommt vielleicht sogar noch in dieser Woche das zweite Match, das wir auch an diesem Wochenende hatten. Also, wenn ihr Bock drauf habt, Daumen hoch und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Replay und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und dann starten wir. Happy Feet braucht also den Anschluss an die obere Tabellenspitze. Damit braucht sie auch einen Sieg, um dran zu bleiben. Auf der anderen Seite Royal Beasts, die sehr gerne vor der Pause nochmal ein bisschen Abstand zu den Relegationsplätzen bzw. Abstiegsplätzen schaffen würde. Aber erstmal Happy Feet direkt im Strafraum. Gut angespielt und lang hat es hier nicht gedauert. Lang hat es hier nicht gedauert und dann fällt der erste Treffer. Happy Feet macht das Ding und somit 1:0. Besinho vorne in der Spitze, wo er hingehört. Klasse angespielt, klasse abgeschlossen und die Royal Beasts liegen jetzt hinten. Aber der nächste Angriff, der Abschluss, da ist er erstmal zwischen, wird nicht richtig rausgeklärt und dann schönes Dribbling und die Antwort direkt im Anschluss. 1:1, Royal Beasts wieder dran. Was für eine Partie, sie startet furios. De Lima mit dem 1:1. Man hätte ja schon fast denken können, es wird eine klare Sache hier für Happy Feet. Die tabellarisch deutlich besser dastehen. Aber, die Royal Beasts sind da. Sie antworten sofort 1:1. Der Stand, alles wieder auf 0. Aber stark von Drillon hier dazwischen gegangen. Flanke kommt, wird geblockt. Und dann... Nee, wurde gar nicht geblockt, oder? Wieder zurückgeblockt, so dass es hier Abstoß gibt. Die Royal Beasts. Also jetzt mit der Möglichkeit aufzubauen. 10 Minuten gespielt gerade mal. 2 Tore bereits gefallen. So können wir uns gerne jeden, oder so kann gerne jeder Spieltag starten. Kevinka. Dann ist Superstar. Das sieht sie richtig gut aus. Jetzt die Kombinationen, aber haben Sef dazwischen. Nochmal der Kopfball über die rechte Seite. Jetzt vielleicht. Nein, Hypophyse ist da. Blockt das Ding. Eckball gibt es. Auch Standards können immer gefährlich sein. Und gerade gegen einen vermeintlich stärkeren Gegner sind Standards, wenn man sie ein bisschen trainiert hat und man den Gegner überraschen kann. Sehr effektiv. Schön kurz gespielt. Das sieht richtig gut aus. 1:2. 1:2. Die Royal Beasts drehen die Partie. Früher Führungstreffer in der 4. Spielminute für Happy Feet. Und dann geht's aber ratzfatz. Und dann steht's hier 1:2. Und Happy Feet weiß gar nicht, wie ihnen geschieht. Ball wird erstmal geklärt, landet im Aus. Happy Feet nochmal mit dem Einwurf. Hypophyse, Prof, nochmal rüber auf Toxic. Wieder geklärt. Und das machen sie gut. Sie stehen sauber in der Defensive. Mit dem ersten Angriff von Happy Feet, da waren sie ein bisschen ungeordnet, da standen sie chaotisch, sind falsch reingegangen, die Tackles kamen deutlich zu spät, das sah so einfach aus für Happy Feet. Jetzt stehen sie hinten gut und machen es vorne mindestens genauso gut und führen hier jetzt mit 2:1 bzw. 1:2. Was für eine Partie, unglaublich. Calexandro wieder jeden Sonntag. Also sonntags gibt es auf jeden Fall immer Pro Club den Supersonntag.
Es sei denn, ich bin wieder ein bisschen unterwegs. Oder wir haben dann die Pause wie jetzt die nächsten 2 Wochen. Amesiev. Nochmal auf die linke Seite. Wieder Platz. Besinho, der Torschütze zum zwischenzeitlichen 1:0. Aber stark dazwischen gegangen von BSC. Der da in der Innenverteidigung sehr gut aufpasst. Und man muss sie einfach loben. Sie stehen auf Platz 13 der Tabelle. Müssen hier gegen Happy Feet, die auf Platz 7 momentan unterwegs sind. Die einen souveränen Start in die Saison gehabt haben. Die so ein bisschen Schwierigkeiten zwischendurch gekriegt haben. Immer noch den Anschluss an die Topgruppe haben in der Liga. Und sie führen hier mit 1:2. Und das nach dem Nackenschlag in der 4. Spielminute von Besinho, der hier Happy Feet vorerst mit 1:0 in Führung gebracht hatte. Und dann ging es ratzfatz, gab es den Ausgleich. Die Standardsituation, die haben sie sehr gut ausgeführt, das muss man auch nochmal sagen. Und am Ende führen sie hier mit 1:2. Aber Happy Feet kommt, Ball in die Mitte, nochmal geblockt. Und dann helfen sie mit und der Ball ist raus. Riese Möglichkeit für Happy Feet, aber in letzter Sekunde nochmal geklärt von den Royal Beasts. Also an Spannung, da fehlt es dieser Partie hier nicht und das von der ersten Minute an. Alle gehen raus, sehen zu, aber auch da muss man aufpassen. Auch hier gibt es die ein oder andere Variante, die dafür sorgen kann, dass man sich sehr viel Raum verschaffen kann. Besinho arbeitet mit. Blockt diesen Ball raus. Und auch hier sehr gut dazwischen gegangen. Drill und dann mit dem Einwurf. Prof. Ah, da ist er wieder zwischen. Legix. Nun kriegt ihn nach vorne. Suarez. Schmidzi ist da. Der Mourinho wieder dran und sie machen es, Happy Feet, hier richtig schwer. Und so langsam, aber sicher, muss man sagen, sie verdienen sich hier diese Führung auch. Klar, nach guter Viertelstunde kannst du kaum was sagen, jeder Schuss ein Treffer. Aber jetzt, so langsam, sind die Royal Beasts dran. Sie verteidigen gut, sie machen Ansätze nach vorne oder spielen Ansätze nach vorne. Nicht immer erfolgreich wie hier. Aber sie sind sehr gut in dieser Partie drinne. Und von Happy Feet erwartet man einfach ein bisschen mehr. Das war abseits. Besinho einen Schritt drin, geht nochmal zurück. Und dann ist er weg. Sousa. Legix, nochmal Suarez. Legix, stark gemacht. Das muss Freistoß geben. Gibt es auch. Nicht am Boden. 2 Mann mit der Grätsche. Es gab keine andere Möglichkeit. Dreht nochmal weg. Versucht den Ball irgendwie zu schirmen. Fällt hinten rüber. Und so ist es ein Foul. Hypophyse holt sich hier noch die gelbe Karte ab. 42 Minuten gespielt und Happy Feet kann sich nicht so richtig befreien. Der Ball ist stark in die Spitze, stark von Suarez mit der Schussantäuschung und Maestro. Maestro, das war ganz wichtig, dass er da reintaucht und diesen Ball holt. Toxic. Nochmal rein. Prof, der war gut. Vielleicht nochmal vor der Halbzeit ein Angriff. Nein, Sousa ist da, stört, Freistoß gibt's. Auch hier, wenn die Variante stimmt, kann es gefährlich werden. Das kam nicht gut und wieder sehr gut verteidigt von den Royal Beasts. Und jetzt vielleicht nochmal ein Konter in der letzten Spielminute dieser ersten Halbzeit. Nein, wieder der Ball weg. Und dann gibt es hier den Halbzeitpfiff. Und was für eine Partie. Furios gestartet. Danach hat Happy Feet alles versucht, da vorne irgendwie wieder reinzukommen. Aber die Royal Beasts verteidigen das gerade einfach
richtig gut, das muss man ganz einfach so sagen. Man musste da an diesem Punkt einfach mal loben und versuchen dann immer wieder auch punktuell nach vorne zu kommen. Auch da ist der ein oder die ein oder andere Entscheidung dann nicht ganz richtig. Dementsprechend kriegen sie keinen weiteren Treffer rein, aber sie sind drauf und dran hier als Underdog in dieser Partie 3 Punkte zu holen. Und ja, was gibt's da Besseres für die Royal Beasts, wenn sie genauso weitermachen und ihr Happy Feet nicht ins Spiel kommen lassen, dann werden sie hier 3 Punkte holen. Erstmal der lange Ball nach dem Anstoß, der kommt nicht an. Nun Happy Feet ist in Zugzwang und Happy Feet kommt. Starkes Ding, richtig gutes Ding und Besinho mit viel Platz in der Mitte wäre noch eine Anspielstation. Allerdings auch 2 Verteidiger rum, auch das hier mit der Hacke gut reingespielt. Nochmal, Besinho wird hier angegangen und wieder sehr, sehr gut zugestellt. Das ist heute ihr Trumpf. Sie verteidigen das seit dem Gegentreffer richtig stark, lassen kaum was zu. Nun Happy Feet beißt sich die Zähne aus. Jetzt vielleicht mal der Konter. Nein, gut gemacht von Happy Feet. Schön in den Passweg gegangen. Pachi nochmal. Memisev. Der Ball ist weg. Ja, da kommt er wieder nicht richtig rein. Nochmal über die Außen. Besinho. Stark gemacht, im Strafraum nochmal Besinho, Prof, steht mit dem Rücken zum Tor, dreht sich rein und schließt dann ab. Es ist so schwer da durchzukommen, weil die Royal Beasts einfach richtig gut in der Defensive stehen. Der lange Abstoß kommt nicht an, aber Maestro, dem habe ich vorher noch gesagt, der soll sich besser konzentrieren, nicht so viel in den Stream reinschauen, vielleicht war er gerade hier. Da hat er nicht ganz konzentriert diesen Ball aufnehmen können. Aber wieder Happy Feet. Die hier in Halbzeit 2 spielbestimmend sind. Sie waren auch schon in Halbzeit 1 grundsätzlich spielbestimmend. Die Royal Beasts eben mehr in der Defensive aktiv. Aber die Royal Beasts machen es gut. Happy Feet müht und müht sich. Und sie kriegen es gerade nicht geregelt, einen Treffer zu erzielen. Oder überhaupt erstmal eine Chance zu generieren. Eine richtige Chance. Das fehlt. Jetzt mal ein Freistoß. Vorhin haben wir es gesehen. Bei den Jungs. Bei den Royal Beasts. Die über den Standard kamen. Und das ist stark gemacht. Das ist stark gemacht. Das 2:2. Und manchmal braucht man einen solchen Türöffner. Manchmal braucht man genau solche Türöffner. Ein Freistoß, schön rübergechippt. Kleiner Fehler da vielleicht beim Torhüter, das muss man sich später nochmal genauer reinziehen, aber auch beim Innenverteidiger, der da ein bisschen unglücklich aussieht. Und dann kommt er ihm genau auf den Fuß. 2:2, das wird die Jungs natürlich ärgern, die bis hier wirklich gut die Defensive gestanden haben, der Standard. Ringt sie erstmal nieder. 2:2 und Happy Feet drauf und dran. Sie werden jetzt natürlich alles geben, hier auch 3 Punkte mitzunehmen. Wie ich schon sagte, ein Unentschieden hilft beiden nicht so weiter. Natürlich den Royal Beast etwas mehr, weil ein Punkt gegen den Abstieg ist halt ein Punkt. Und auf der anderen Seite Happy Feet, die damit ein bisschen verlieren würden zur Top-Gruppe. Und das sind dann Spiele gegen Mannschaften, die unten drin stehen, die man sehr, sehr ungerne verliert, beziehungsweise wo man sehr, sehr ungerne Punkte liegen lässt. Die Profüse. Ah, und da ist Sousa dazwischen. Wieder ganz stark. Sousa treibt jetzt mal über die rechte Seite, macht das sehr gut. Schönes Timing mit dem Pass. Suarez setzt sich da nicht durch. Toxic. Ja, und da ist BSC wieder dran.
Die Royal Beasts lassen sich nicht aus der Ruhe bringen. Sie machen ganz ruhig weiter. In erster Linie in der Defensive ordentlich stehen. Und das machen sie wirklich gut. Und vorne nichts überstürzen. Wirklich Chancen kreiert. In Halbzeit 2 haben sie gar nicht. Bisher aber in der Defensive wie auch hier wieder gut zusammengestanden. Gut reingelaufen, den Ball geholt. Und auch hier im eigenen Aufbauspiel erstmal zumindest um den Ball rauszubringen. Keine Fehler. Und das ist ganz wichtig gegen eine Mannschaft wie Happy Feet, dass man im Aufbauspiel dem Gegner den Ball nicht einfach auf den Fuß legt, sodass er ihn auskontern kann. Bis hierhin gelingt das den Royal Beasts sehr, sehr gut. Das gibt nochmal eine gelbe Karte. Ja, ob das jetzt so krass war, weiß ich nicht. Aber konsequent. Zweite gelbe Karte hier für die Royal Beasts. Oh, da gibt es einen kleinen Fehler in der Defensive. Pachi, schön gespielt. Und dann ist er drin. Doug war schon auf dem Weg, aber er kriegt ihn nicht. Sah ein bisschen unglücklich aus, dieser Treffer. Nimmt sich ein Herz aus der zweiten Reihe. Prof, oi, oi, oi. Oi, 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 ob man den nicht hätte haben können. Man sieht es natürlich nur hier von der Seite, man sieht es nicht so gut. Die Entscheidung da auch, also, oh, fieses Ding, aber er macht's außer Distanz. Happy Feet ist in Halbzeit 2 spielbestimmend. Viele Chancen hatten sie nicht. Das, was sie bekommen haben, haben sie reingemacht. Partie vorerst gedreht. 3-2. Drillon, Pesinho. Nochmal runter, Toxic. Nochmal Besinho, bleibt da hängen. Sousa ist dran. 4 Spielminuten noch. Die Royal Beasts haben sich gut verkauft. Gegen einen starken Gegner, gegen einen dominierenden Gegner haben sie gut gestanden, konzentriert verteidigt. 2 Tore geschossen, lange Zeit in Führung gewesen. Und jetzt liegen sie doch wieder hinten. Da haben sie ihn. Das ist eine gute Möglichkeit. Legi im Strafraum. Ball in die Mitte. Fuß dazwischen von Schmizi. Und dann ist der Ball raus. 2 Minuten Nachspielzeit noch wieder. Legix. Er kämpft, er ackert. Er will hier den Ball. Er will unbedingt irgendwie den Ausgleich. Aber vielleicht ist es jetzt schon zu spät. Kurz angespielt auf Prof. Den Torschützen zum 3-2. Und dann gibt's den Abpfiff. Und was für eine Partie war das bitte? Innerhalb der ersten 10 Minuten 3 Treffer.